So, Lady und Gentlemen, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar ein Reloaded mal wieder, aber wir spielen Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf von Level 5 im Jahr 2007 oder 2008 entwickelt. Ich glaube, bei uns kam 2008 erst raus, in Japan schon 2007. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein in ein neues Spiel. Dazu geben wir natürlich erstmal noch unseren Namen ein, der da lautet Flo. Und dann starten wir rein in die Story. An dich, Flo, in tiefer Freundschaft. The things we saw that day in the village became a secret we would have to keep from everyone for the rest of our lives. Because, you see... I don't understand, Professor. Why are we going to help solve an inheritance dispute? Luke, my boy, do you really think I would take on such an ordinary request as that? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. 2 months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Shortly after his death, his will was disclosed. The contents of it were fascinating, to say the least. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. To whomever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing, until its mention in the will. Wow! That's some puzzle, all right! Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have got along, Professor. By the way, just what is this golden apple anyhow? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem. Yet its identity remains elusive. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery. Something huge. Aha! Is that your famous intuition at work again, Professor? Well, our first step is getting to town. This is all so exciting! I hope Sam Mystère is ready for the famous archaeologist and puzzle-solving detective, Herschel Layton. Oh, Luke, you know as well as I do that I am no detective. Augustus Reinhold's wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on her request? Oh, well, Luke, a true gentleman never refuses the request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with directions. Right you are, Professor. What in the... what's this? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find the village. She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold fortune. Care to give it a go, Luke? I'll do my best. A puzzle like this should be no problem for the apprentice of the great Professor Layton. Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a warm-up for things to come.
Rätsel Nummer 1. Wo ist das Dorf? 10 Picker abwärts. Und damit seht ihr auch schon, worum es geht im Professor Layton oder in der Professor Layton-Reihe, von der es bisher 6 Teile plus ein Spin-off-Teil gibt. Ich denke, da wird nichts weiter kommen. Also kann sich auch ändern, aber wie dem auch sei. Und zwar ist es kein normales Action-Adventure oder Action-Spiel oder so. Nein, wir lösen Rätsel, um weiterzukommen. Genau, die Picker, die hier angezeigt werden, zeigen immer an, wie schwer das Level ist oder wie schwer das Rätsel ist. Und je mehr Picker wir für ein Rätsel bekommen, desto besser. Denn jedes Mal, wenn wir ein Rätsel falsch lösen, werden sich Picker von diesem von dieser Gesamtpunktzahl lösen. So schaut's aus. Ich habe das so gemacht, dass der Touchscreen auf der große Bildschirm ist und der Topscreen, weil da eigentlich nur die Rätsel stehen und ab und zu ein bisschen was zur Story kommt, habe ich oben rechts eingeblendet. Ihr seht's ja. Genau. Ja, noch, es gibt hin und wieder Sprachausgaben, da halte ich natürlich meinen Mund, aber es wird dann auch Sequenzen geben, wo keine Sprachausgabe ist. Hier natürlich leider noch auf Englisch, in späteren Teilen ist es auf Deutsch, aber auch die englische Sprachausgabe ist meiner Meinung nach sehr gut in diesem Teil. Mein Dorf liegt in einer Straße, die zu keinem anderen Dorf führt. Ich freue mich darauf, sie dort zu empfangen. Kreise mit dem Touchpen das richtige Dorf ein und tippe dann auf Bestätigen. Zeichne im Einzug einen Kreis um ein Dorf. Berühre Bestätigen, nachdem du ein Dorf eingekreist hast. Gut, dann probieren wir es mal aus. Also, dieses Dorf hier ist ja mit dem schon mal verbunden, also kann es das schon mal nicht sein. Dann hätten wir noch das Dorf, das ist mit dem verbunden, das kann es auch nicht sein. Aber das hier, auch wenn es auf der längsten Straße ist, ist das tatsächlich mit keinem anderen Dorf verbunden. Also das hier ist, da ist ein Busch, also das zählt nicht. Nee, aber tatsächlich ist das hier mit keinem anderen Dorf verbunden, also ist es dieses Dorf. Genau. Well, here's my guess. Genau, und wenn wir es dann richtig haben, dann freuen sich Luke oder Layton, je nachdem, wer das Rätsel lösen durfte. Stimmt genau, das einzige Dorf, das mit keinem anderen verbunden ist, ist das Dorf oben links auf der Karte. Sieht aus, als seist du schon bestens für knifflige Rätsel gewappnet. Natürlich, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, ich erinnere mich an ein paar Rätsel aber auch wiederum nicht. Aber das werden wir dann sehen, ne? Das werden wir dann sehen, woran ich mich erinnere. There we go, now we should be able to make our way to the village. Right you are. We should see it on the horizon any moment now. Huh? Professor, do you mean to say you've already worked out the village's location? I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. Und damit nochmal der richtige Startschuss für Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und dann würde ich sagen, starten wir sozusagen in den Prolog rein. Interessant. Es scheint, als sei diese Zugbrücke der einzige Eingang zum Dorf. Und wir sind ausgesperrt. Was sollen wir tun, Professor? Oh, sehen Sie mal, da steht ein Mann am anderen Flussufer. Vielleicht kann er uns helfen. Genau. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, was ich noch nicht erwähnt habe, das Spiel ist für den Nintendo DS erschienen. Gibt es aber, glaube ich, mittlerweile auch gegen einen Aufpreis für Smartphone. Also für ein paar Euro. Aber das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar free im Apple Store bzw. im Google Store ist, aber ich will mich da nicht festlegen. Tipp auf einen Bereich, um ihn zu untersuchen. Na gut, erstmal das Auto. Nicht mal das Late-Mobil würde es über diesen Fluss schaffen, oder? Ist kein Düsenjet. Nun, so sehr ich das gute Stück auch schätze, es ist und bleibt nun mal leider nur ein Auto und kein Düsenjet, wie ich sagte, Luke. Na gut, dann mal mit dem Herrn reden hier. Er kann uns bestimmt helfen. Guten Tag, werter Herr. Wir würden gerne das Dorf besuchen. Könnten Sie die Brücke herablassen? Sieht so aus, als würde ich die Brücke für zwei geschniegelte Fremden wie euch hinablassen.
Also, ihr merkt schon, die Charaktere sehen wunderbar aus und sind herrlich sympathisch. Ihr habt vielleicht Nerven. Wir haben hier eine Einladung von Baronin Dyer. Würde das eventuell ihre Meinung ändern? Von der Baronin? Wenn das so ist, könnte ich mir erstmal der Brücke nochmal überlegen, Herr Peakfein. Leider ist der Motor kaputt und ich kann diese dumme Brücke nur mit der Handkurbel bewegen. Es gibt hier so formlandeit viele Schächte für die Kurbel und ich weiß nicht, welchen ich verwenden soll. Also Schlauberger, welcher ist denn nun der richtige? Und damit haben wir auch schon unser Rätsel Nummer 2, Kurbel und Schacht. Das ist diesmal 15 Pikarab wert und damit etwas schwieriger, vielleicht auch nicht. Je nachdem. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie man das einschätzt. Es gibt nur einen Weg, die Brücke herunterzulassen. Die Kurbel muss in den richtigen Schacht, suche den Umriss, der genau zur Kurbel passt. Genau, da können wir das ja mal optisch so ein bisschen abgeben. Also, ich weiß, dass es 1 sein müsste, weil 2, das passt nicht, weil die Spitze ist quasi, wir haben ja ein Fünfeck vor uns. Und bei 2, also auf dem Bild der Kurbel ist die Spitze auf einer Grabenfläche und nicht auf der Spitze des Fünfecks, aber bei 2 ist es auf der Spitze des Fünfecks. Bei 3 sind die 2 quadratischen Teile sozusagen ein bisschen zu weit auseinander. Daher kann nur 1 passen. Ich denke, das ist die schnellste und logischste Erklärung, die ich habe. Genau. Übrigens nicht wundern, dass ich jetzt die ersten paar Rätsel vielleicht ein bisschen schneller löse. Ich habe dort schon mal aufgenommen, habe aber in den Einstellungen ein bisschen was falsch gehabt. Von daher muss ich es leider nochmal aufnehmen. Seht ihr nachher auch, wenn wir speichern müssen. Aber macht ja nichts, ne? Prima gemacht. Und jetzt runter mit der Brücke, Franco. So klappt es. Moment, ich lasse ihn runter. Wie gesagt, ich lasse nur ungern Außenstehende zu uns nach Saint Mystère. Aber für Gäste von Baronin Dyer will ich meine Ausnahme machen. Grüßen Sie sie von mir, ja? Du bist so unsympathisch und dann soll ich noch jemanden grüßen? Naja, gut. Wie dem auch sei. Rätsel Nummer 2, Kurbel und Schacht steht nun im Rätselindex. Wunderbar. Wir sind endlich in Saint Mystère. Wie aufregend. Was uns hier wohl für Geheimnisse erwarten? Hahaha, nun Luke, das werden wir gewiss bald erfahren. Aber pass auf, dass deine Wachsamkeit nicht von zu viel Begeisterung getrübt wird. Ach ja, Luke, ich sollte dir wohl besser erklären, wie wir uns von Ort zu Ort bewegen. Berühre einfach das Schuhsymbol unten rechts auf dem Touchscreen mit deinem Touchpen. Danach erscheinen Pfeile auf dem Touchscreen. Berühre einen davon, um in diese Richtung zu gehen. Ein Zeigefingersymbol zeigt Türen und Eingänge an, welche du betreten kannst. Also merk dir, wenn du einen Ort verlassen möchtest, dann tippe einfach das Schuhsymbol an. Na gut, dann reden wir erstmal mit ihm hier. Er sieht mir sympathisch aus. Hehe, ihr seid mir aber 2 fesche Gestalten. Ihr seid neu hier in Saint Mystère, nicht wahr? Ich heiße Schnorbert und ich habe einen kleinen Tipp für euch parat. Man kann es fast dort neben der Tür mit dem Touchpen berühren. Nicht fragen, ausprobieren. Entschuldigung, wollte nicht gegen das Mikrofon hämmern. Aber da haben wir eine Hinweismünze. Ein Hinweis, Blues Clues. Hehe, gut, nicht wahr? Hier im Dorf nennen wir das, was ihr gefunden habt, eine Hinweismünze. Wenn ihr mal von einem richtig schwierigen Rätsel steht, seid ihr für jeden Hinweis dankbar. Und genau dann könnt ihr euch mit euren Hinweismünzen wieder auf die Sprünge helfen lassen. Jetzt denkt ihr sicher, dass sich alle Rätsel damit wie von selbst lösen, was? Weit gefehlt. Es gibt nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Hinweismünzen. Also setzt eure Münzen sparsam ein. Sonst steht ihr später vor einer ganz harten Nuss und wisst nicht weiter. Dann habt ihr den Salat. Übrigens stecken die Hinweismünzen nicht immer in Fässern. Untersucht besser alle verdächtigen Objekte. Alles klar, soweit? Gut, man sieht sich. Ja, man kann für jedes Rätsel bis zu 3 Hinweise kaufen. Wenn man das denn möchte. Und es gibt in jedem, fast dem Screen, glaube ich, 3 Hinweismünzen. Ich habe mir die mal rausgeschrieben. Passt vor dem dritten Haus von rechts. Hier ist also 1. Und dann noch das Fenster hier. Genau, da sind die Hinweismünzen auf diesem Screen mit dem Fass eingerechnet. Ist jetzt nicht so schwer, ne? Man kann auch die anderen Sachen ein bisschen anklicken, dann findet man ab und zu mal, ja nicht Hinweise, aber nette Gespräche von Luke und Layton statt. Ich frage mich, ob die Pension viele Besucher hat. Wer weiß. Gucken, deswegen klicken wir uns einfach mal ein bisschen rum. Es sieht nicht so aus, als ob wir bald hier rein könnten. Ich weiß natürlich ein paar Hinweismünzen noch und so weiter, aber
Ich weiß auch nicht, ob wir alle Hinweismünzen irgendwann sammeln wollen oder nicht. Aber das entscheide ich mich dann noch irgendwann, früher oder später. Also ich werde es in den ersten Screens auf jeden Fall versuchen, immer alle Hinweismünzen mitzunehmen. Und wenn es dann mal nicht so sein sollte, dann ist es eben so, ne? Jetzt sprechen wir aber erstmal mit der Dame hier. Willkommen in Summister. Wir sind besonders für eines bekannt, unsere Rätsel. Ach, und bevor ich es vergesse, für jedes gelöste Rätsel erhaltet ihr eine bestimmte Anzahl Pikarat. Je schwieriger das Rätsel, desto mehr Pikarat bekommt ihr dafür. Man sagt, es geschehen wunderbare Dinge, wenn man genug Pikarat hat. Na, das ist doch was. Ihr könnt gleich mit diesem kleinen Rätsel üben. Denkt gut nach, bevor ihr antwortet. Na gut, Rätsel Nummer 3. Seltsame Hüte. 10 Pikarat wert. Diese vier Zylinder sind alle gleich hoch, nur ihre Krempen sind verschieden breit. Mit anderen Worten, die Höhe ist stets dieselbe, nur die Breite ist von Hut zu Hut verschieden. Einer der vier Zylinder hat eine Krempe, die genauso breit ist wie der Zylinder hoch. Welcher ist es? Das ist eigentlich nur eine berühmte optische Täuschung. Also D und B sind es nicht. Bleibt jetzt die Frage A oder C. Und da ist einfach noch weiß, ist es A. Aber eigentlich, man kann es auch ausprobieren. Man hat ja eigentlich nur vier Optionen halt und wenn man es wirklich nicht hinkriegt, kann man einfach raten. Dann verliert man zwar Pikarat, aber dann ist es halt so. Ist nicht so dramatisch. Man braucht nur eine gewisse Anzahl an Pikarat, um später irgendwelche Bonusrätsel freizuschalten. Das weiß ich noch. Stimmt genau. Dies ist eine berühmte optische Täuschung. Eine optische Täuschung ist ein Phänomen, bei dem man Dinge anders wahrnimmt, als sie tatsächlich sind. Es gibt Dutzende bekannte optischer Täuschungen. Wie weit ist es mit der Welt gekommen, wenn man schon seinen eigenen Augen nicht mehr trauen kann? Ja, ganz schön traurig, wa? Ganz schön traurig. Bravo! Offenbar habt ihr den Bogen raus. Manchmal muss man einfach nur alle Möglichkeiten einmal ausprobieren. Aber es gibt auch viele Rätsel, die sich nicht durchs bloßes Ausprobieren lösen lassen. Wenn ihr falsch antwortet, bekommt ihr für das Rätsel weniger Pikarat. Ganz schön gemein, nicht wahr? Aber daran seht ihr, wie wichtig es ist, gut nachzudenken und selbst auf die Lösung zu kommen. Na dann viel Glück, ich drücke euch die Daumen. Und wenn euch was bei den Hinweismünzen aufgefallen ist, wir hatten schon 10. Tatsächlich, die kriegen wir am Anfang geschenkt, also ist ja auch ganz nett, ne? Ist ja auch ganz nett. Mal zurückgehen. Das faszinierende Professor. Summister ist offenbar ganz von einem dichten Wald umgeben. Es sieht ganz so aus. Aber lass uns später darüber sprechen. Baronin Daya wartet auf uns. Gut, dann gehen wir halt noch nicht weiter. Dann gehen wir hier weiter. Dann gehen wir halt in die andere Richtung weiter. Professor, sollten wir nicht vielleicht den Stand unserer Ermittlung festhalten? Das ist ein brillanter Vorschlag, Luke. Lass mich dir erklären, wie du deinen Fortschritt speicherst. Berühre zuerst den Koffer oben rechts auf dem Touchscreen. Hier kannst du durch Berühren der Symbole allerlei Dinge tun und viele Unterlagen einsehen. Berühre das Speichern-Symbol, um deinen Fortschritt festzuhalten. Berühre das Tagebuch-Symbol, um Notizen zu unseren Abenteuern in Summister einzusehen. Öffne den Rätselindex durch Berühren des Rätselindex-Symbols. Hier siehst du alle Rätsel, die du bisher entdeckt hast, auf einen Blick. Im gelösten Rätseln erscheint ein Häkchen, gefundene, aber ungelöste Rätsel haben keines. Im Rätselindex kannst du alle bereits gelösten Rätsel erneut versuchen. Ungelöste Rätsel hingegen können nur am jeweiligen Fundort gelöst werden. Scheue dich nicht, den Koffer für unsere Ermittlung zu verwenden, du gewöhnst dich bald daran. Aber genug erklärt, lass uns zur Villa Reinhold gehen. Ein Pfeil wird uns den Weg auf der Karte zeigen, wir müssen nur in die entsprechende Richtung gehen. Gehen Sie voraus, Professor. Wunderbar. Und damit startet das Kapitel 1, zur Villa Reinhold. Begib dich zur Villa Reinhold am Osten des Dorfes. Dann speichern wir auch mal. Hier, ihr seht, ich habe einen kleinen Spielstand schon angefangen. Und der zweite gehört meiner Freundin und mir. Genau. Dann gucken wir mal kurz in den Koffer, denn da sind ja noch ein paar Sachen zu lösen oder zu sehen. Der Brief der Baronin zum Beispiel. Gestern erreichte mich ein überaus faszinierender Brief von einer gewissen Baronin Daya, Witwe des Barons Augustus Reinhold. Ein sonderbares Kleinod, der goldene Apfel, werde entscheiden, an wen das Vermögen ihres verstorbenen Gatten vermacht wird. Die Angelegenheit klingt überaus interessant. Ich werde Summister, dem Ort des Geschehens, in Lukes Begleitung einen Besuch abstatten. Und auch Geheimnisse haben wir natürlich. Baron Reinhold versteckte dieses Kleinod kurz vor seinem Tod in Summister und versprach demjenigen, der es findet, seinen gesamten Nachlass. Niemand weiß, was der goldene Apfel ist und wo er versteckt liegt. Wunderbar, wunderbar. Na gut.
Das denke ich, soll es aber erstmal für den ersten Part gewesen sein. Ich denke, ich werde die Part so zwischen 20 und 25 Minuten belassen. Dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn es ist, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Projekt in die Kommentare. Und um nichts mehr von Professor Layton oder anderen Let's Plays zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um wirklich gar nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, sage ich Schizikowski, euer FlassTV. Bye bye.